Ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern, wie lange ich damals gesucht habe, bis ich ein vernünftiges Mic-Mac-Schweißgerät für zu Hause gefunden habe. Das war damals die Mic 250, ein wirklich grundsolides Gerät, 250 Ampere, jahrelang Bestseller bei Amazon, war bezahlbar. Und damit habe ich dann zu Hause geschweißt, Stahl, Edelstahl, Fülldraht und. Und das Gerät hat wirklich unglaublich gut funktioniert. Irgendwann ist natürlich die Zeit abgelaufen. Es gibt heute deutlich modernere Geräte als die Mic 250. Und darum gibt es auch von der Mic 250 jetzt eine digitale Version. Und das Gerät hat es wirklich in sich. Ich habe es mir schon angeguckt. Es hat wieder 250 Ampere. Es bietet viele tolle neue Möglichkeiten. Und die werden wir uns zusammen in diesem Video angucken. Ich mache es mal in dem Fall nicht spannend. Ich zeige euch, wie man das Gerät einstellt. Ist so unglaublich einfach. Man wählt einfach, was man machen will. Mischgas, CO2 schweißen, Fülldraht schweißen oder auch Elektroden schweißen. Jetzt wählt man den Drahtdurchmesser, man wählt die Materialstärke, die man verschweißen will, und das Gerät ist eingestellt. Mehr muss man nicht wissen, mehr muss man nicht machen. Ich habe gerade mit 0,6 mm Draht 0,7 mm Bleche geschweißt. Das Ganze funktioniert unglaublich gut. Man hat gleich ein komplett fertig eingestelltes Gerät. Ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man denkt, früher die alte Mic 250, zwei Drehregler, damit erst rumspielen. Hier einfach auswählen, was man machen will, und dann schweißt das Gerät. Ich habe jetzt noch die Korrekturmöglichkeit, und das ist auch sehr interessant. Ich kann den Drahtvorschub hier korrigieren in einem gewissen Rahmen. Und ich kann die Spannung auf der anderen Seite korrigieren in einem gewissen Rahmen. Kann meinen Lichtbogen also fokussierter oder kann den breiter machen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Möglichkeit, den Sync-Modus zu verlassen. Und dann kann ich das Mac-Gerät wieder ganz normal einstellen. Links den Drahtvorschub, rechts die Spannung, wie man also ein gutes Mic-Mac-Schweißgerät einstellt. Ich habe noch viele andere Funktionen, aber wir gucken uns erstmal den Drahtvorschub an. Der ist auch sehr, sehr interessant. Die Mic 250 hat hier die Möglichkeit, die 5 Kilo Rollen, also diese D200 Rollen aufzunehmen, und die D100, also diese standardmäßigen 1 Kilo Rollen. Wenn wir uns den Drahtvorschub angucken, dann ist der schon sehr besonders. Das ist eine Drahtvorschubeinheit, die hat beide Rollen angetrieben. Das heißt, ich habe oben auch ein Zahnrad, die obere Rolle wird mit angetrieben. Findet man sehr, sehr selten. Es gibt mittlerweile einige Geräte, die bieten das als Alternative zum 4-Rollen-Drahtvorschub. Und viele 4-Rollen-Drahtvorschubeinheiten, die haben ja nur die unteren Rollen angetrieben. Da ist das wirklich gleichzusetzen. Für eine 1-Kilo-Rolle, für eine 5-Kilo-Rolle ist das vollkommen ausreichend. Das hat übrigens die alte Mic 250 auch schon geboten. Und das ist ein Drahtvorschub, mit dem man in der Regel bei den kleinen Rollen nie Probleme hat. Also ich habe da wirklich jahrelang mitgearbeitet, nie irgendwas gehabt. Ist auch wieder ein sehr schöner Drahtvorschub. Ich habe hier ganz grundsätzlich ein sehr leistungsstarkes Gerät. Die Mic 250S bietet auch wie der Vorgänger wieder maximal 250 Ampere Leistung. Das ist wirklich beeindruckend. Man hat im Lieferumfang ein 3 Meter Massekabel mit einer vernünftigen Masseklemme. Ich habe hier ein MB15 Schlauchpaket und ebenfalls 3 Meter lang und ein Elektrodenkabel 3 Meter lang. Wenn man mit dem Gerät jetzt wirklich mit über 200 Ampere schweißen will, dann ist das Schlauchpaket natürlich ungeeignet. Ich habe hier aber einen Euro-Zentralanschluss, das heißt, ich kann hier jedes Schlauchpaket anschließen. 250 Ampere ist natürlich sehr viel Leistung, braucht man nicht immer unbedingt, aber man hat hier natürlich eine gigantische Einschaltdauer. Ich habe bei 160 Ampere 100% Einschaltdauer, das bedeutet, ich kann dauerhaft mit dem Gerät mit 160 Ampere schweißen, und das ist wirklich schon eine Menge. Was ich auch nicht vergessen will, das Gerät hat übrigens auch einen Spoolgun-Anschluss. Können wir bei Gelegenheit auch nochmal ein Video zu machen. Heute haben wir erstmal das Dünnblechschweißen ausprobiert. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Werde ich nochmal ein, zwei Nähte zu ziehen. Das heißt, das ist 0,7 mm Blech. Ich habe 0,8 mm Blech auch geschweißt. Kann man hier wirklich nicht nur Punkt schweißen, sondern auch vernünftig schweißen. Du kannst mit dem Gerät also Dünnblech schweißen. Du kannst aber auch 10 oder 15 mm mit dem schweißen. Das Ganze bezahlbar. Und das Ganze lässt sich unglaublich gut einstellen. Jetzt die 0,7 mm Bleche geschweißt mit dem 0,6er Draht. Habe jetzt auf 0,8 mm Draht umgerüstet. Brauche also nur hier auf 0,8 mm Draht gehen. Und jetzt wähle ich hier die entsprechende Materialstärke. Ich wähle hier einfach mal 3,5. 3,5.
3,5 und jetzt sollte das Gerät schweißen. So einfach kann Schweißgeräte einstellen sein. Warum 3,5? Ich habe hier ein 3 mm Rohr, eine 4 mm Grundplatte. Das sollte dann eigentlich so die mittelmäßige Einstellung sein und damit sollte man das jetzt schweißen können. Und das probieren wir mal als nächstes. Man sieht das, schweißt auf Anhieb. Einfach einstellen, welche Materialstärke, einfach einstellen, welchen Drahtdurchmesser man hat. Also das kann wirklich jeder einstellen und es schweißt. Schweißt nahezu spritzerfrei. Ich habe hier so ein ganz bisschen hier hinten in der Richtung, aber es ist mehr so Schmauchspuren. Aber ansonsten sieht auch wirklich gut aus. Also fühlt sich auch beim Schweißen gut an. Habe ich 3,5 mm gewählt, also so ein bisschen den Mittelwert. Und dann kann man hier mit Mack schweißen. Das nächste wähle ich jetzt mal den 1 mm Draht und dann gucken wir, ob das genauso einfach geht. Den 1 mm Draht habe ich jetzt hier folgendes Objekt. Das ist ein Deckel, ein alter Deckel, den habe ich mal abgeschnitten. Er hat auch 8 mm Materialstärke. Das ist ein Stück Rest von meiner Wellenliege, wo ich den Fuß gebaut habe. Da habe ich auch 8 mm Materialstärke. Also Reste niemals wegschweißen, kann man immer noch mal gebrauchen. Und wenn es nur für eine Testnaht ist. Ich bin hier auf 1 mm gegangen. Ich bin hier auf das Maximum bei 1 mm gegangen. Da sagt er mir 5 mm. Mit der Einstellung werde ich das mal schweißen. Ich habe jetzt hier 9,5 Meter die Minute und 24 Volt. Wenn man in den manuellen Modus geht, dann kann man da natürlich noch viel dickere Materialien mit schweißen. Aber wir begnügen uns heute erstmal mit dem Syn-Modus. Und mit dem Syn-Modus gucken wir mal, wie gut wir dieses dicke Material jetzt hier verschweißen können mit diesem 1 mm Draht. Das werden dann natürlich noch keine 250 Ampere sein, wird aber auch schon mehr als genug Leistung sein, um sowas zu schweißen. Ich habe jetzt hier an der Stahlplatte an der einen Seite mit der maximalen synergischen Einstellung das Ganze geschweißt, habe an der zweiten Seite dann hinterher nochmal eine Decklage geschweißt, um da so eine richtig massive, dicke Naht draufzulegen. Geht auch sehr gut, sehr energetischer Lichtbogen, sind bestimmt noch keine 250 Ampere. Die erreicht man hier nur, wenn man das Gerät manuell einstellt. Also im synergischen Modus sind da irgendwo die Grenzen gesetzt. Wenn man jetzt so ein kleines Fazit zieht zum Mick-Mack-Schweißen, lässt sich unglaublich einfach einstellen und man hat hier wirklich tolle Möglichkeiten. Das heißt, dickes Material schweißen, hier ganz einfach mal ein 2 mm Vierkantrohr, eine 6 mm Platte, hier 3 mm Vierkantrohr, eine 4 oder 5 mm Platte und hier, wie gesagt, die Dünnblech. Deckt das Gerät alles ab, funktioniert alles gut. Einfach auswählen, Materialstärke, Drahtdurchmesser und dann kann man dementsprechend damit schweißen. Bin ich also wirklich sehr, sehr zufrieden und wie gesagt, ist gerade für viele, die es einfach haben wollen, die es robust haben wollen und die da ein Gerät mit viel Leistung haben wollen, aber auch mal Dünnblech schweißen wollen, die sind da wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Eine weitere tolle Funktion ist natürlich auch noch das Elektrodenschweißen. Auch da hilft uns das Gerät beim Einstellen. Ich habe jetzt ganz einfach hier die Möglichkeit, auf Elektrode zu gehen. Und jetzt kann ich hier auch die Art der Elektrode auswählen und dann den Durchmesser der Elektrode und dann dementsprechend die Materialstärke, die ich verschweißen will. Und dann stellt sich das Gerät wie von Zauberhand von selbst ein. Ich nehme hier mal eine 2,5er Elektrode und nehme dann hier 3 mm Materialstärke, dann habe ich 70 Ampere hier eingestellt. Das wäre auch so ungefähr, was ich nehme. Wenn ich dann hier dementsprechend das Ganze höher einstelle, dann reguliert sich hier der Schweißstrom. Jetzt habe ich auch wieder die Möglichkeit, das Ganze hier natürlich noch anzupassen. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, hier einfach aus dem Syn-Modus rauszugehen. Dann habe ich ein ganz normales, traditionelles Elektrodenschweißgerät, wo ich hier von, glaube ich, 20 Ampere bis zu 200 Ampere einstellen kann. Nicht 250 Ampere. Warum ist das so? Weil man beim Elektrodenschweißen ja eine viel höhere Spannung hat als beim Mack-Schweißen. Das heißt, das kann das Gerät dann irgendwann nicht mehr leisten mit 250 Ampere Elektrode schweißen. Ist aber auch nichts, was man irgendwo realistisch machen müsste. Da müsste man schon irgendeine ganz spezielle Elektrode haben mit 6 mm Durchmesser oder sowas. Das heißt, hier einfach den Syn-Modus und das probieren wir jetzt natürlich auch nochmal aus. Das heißt, ich habe hier
meine Elektrode gewählt. Ich habe hier auch noch verschiedene Arten der Elektrode, die ich auswählen kann. Ich nehme hier natürlich die Universal-Stahl-Elektrode, die ich hier auch zur Verfügung habe. Und dann schweiße ich das Ganze. Ich pole das natürlich noch um. Ich muss am Minuspol die Elektrode verschweißen. Dann schweiße ich hier eine Elektrodennaht. Und das klappt hier auch auf Anhieb. Hat man auch gleich schnell gute Ergebnisse. Also auch da hilft einem das Gerät bei den Einstellungen. Auch da hilft einem das Gerät bei der Auswahl. Ich denke abschließend, die alte MiG 250 hatte wirklich viele Fans, hatte viele Liebhaber dieses Gerätes und die neue MiG 250S wird auch wieder einschlagen wie eine Bombe. Es ist ein tolles MiG-MAX-Schweißgerät mit tollen Möglichkeiten, lässt sich unglaublich einfach einstellen. Wir werden dazu noch mehrere Videos natürlich machen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was euch so interessiert. Ich werde auch nochmal dickes Material schweißen, richtig dickes Material, dann auch mal einen Leistungstest machen und natürlich ist Aluminium, QSI3, Edelstahl, Schweißen, Földerad schweißen, ist natürlich alles interessant, können wir alles machen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Gerät verlinke ich natürlich wie immer unter dem Video. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.